Die Blaue Nacht in Nürnberg, ein Aushängeschild und Publikumsmagnet der Stadt. Wenn es nach der Stadtkämmerei geht, sollen Großveranstaltungen im Kulturbereich wie diese nur noch alle 2 Jahre stattfinden, um das Geld im Stadthaushalt zu sparen. Und das ist nur einer von vielen Punkten, die auf der Streichliste stehen. Was halten die Nürnberger von den Maßnahmen? Ich finde es persönlich jetzt nicht so toll, weil gerade die Blaue Nacht und auch dieses Symphonikerkonzert, also dieses, was immer frei war im Leupoldheim, das soll ja eigentlich auch, steht so auf der Liste, was gestrichen werden soll, und würde ich sehr schade finden. Naja gut, wenn die Stadt das nicht mehr bezahlen kann, dann ist es nicht zu ändern, aber man sollte sich vielleicht doch bemühen, dass man da irgendwo anders vielleicht mal ein bisschen was abzweigt und diese kulturellen Veranstaltungen erhält. Für den Leiter des Projektbüros im Geschäftsbereich Kultur, Andreas Radlmeier, spart die Stadt hier an falscher Stelle. Es hat einen negativen Effekt auf das Image der Stadt in Sachen Kultur, weil unsere Veranstaltungen ja sowas wie Aushängeschilder sind und nationale und internationale Beachtung widerfahren. Das ist das eine. Es fällt aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einiges runter. Kämmerer Harald Riedl hat den viel diskutierten Haushaltsplan für 2023 erarbeitet. Aus seiner Sicht sind die Sparmaßnahmen dringend notwendig. Wir haben auch viele Aufgaben noch vor uns, die die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten im Bereich Klimaschutz, Verkehrswende, ÖPNV-Ausbau, Digitalisierung bis hin zum Bau des Operninterims. All das muss finanziert werden und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen sparen an anderer Stelle. Besonders betroffen im Kulturbereich sind bekannte Großveranstaltungen wie das Badentreffen, das Klassik Open Air oder eben die Blaue Nacht. Ja, sicher, wir haben Einnahmen durch diese Veranstaltungen, aber wir haben eben auch hohe Ausgaben bei der Stadt, insgesamt 800.000 Euro pro Jahr. Und mein Vorschlag ist ja, alle 2 Jahre diese großen Veranstaltungen, dann freut man sich umso mehr. Im Kulturbereich geht es um 15 Millionen Euro, die bis 2026 eingespart werden sollen. Beschlossene Sache ist der Haushaltsplan allerdings noch nicht. Ob die Maßnahmen dann tatsächlich so umgesetzt werden, entscheidet der Stadtrat. Am 17. November beginnen die Haushaltsberatungen.